herzlich willkommen zum fünften Teil unseres Let's Play Together Ranch Simulator. Wieder mit dabei die Susi. Moin. Machst du Kaffee? Ich gehe schon mal raus. Wenn das funktionieren würde hier, dann würde ich das gerne tun, aber irgendwie die Küche funktioniert nicht. Das hatten wir ja nun leider schon rausgefunden. Alles gut. So, abladen. Achso, so kann man auch abladen. Ich fahr schon mal runter. Okay, holst du das Neue? Ja. Okay. Ist das hier ein bisschen sauber, dann haben wir Bretter, falls wir was Neues bauen wollen und dann ist gut. Ja, wir müssen ja demnächst noch eine Scheune bauen, wo wir dann unsere Kühe lassen und unsere Schweine. Und da bin ich der Meinung, sollten wir zwei getrennte bauen. Ja, genau. Wir müssen aber auch noch Zement wahrscheinlich holen, weil das wird nicht reichen. Und dazu brauchen wir erstmal wieder Geld. Genau. Jagen gehen, damit wir Geld kriegen. Ja, genau. Was macht der hier einen Schmutz? Wir können natürlich auch Bretter schneiden und die verkaufen, ne? Nein, das möchte ich nicht. Nicht? Nein, erstmal nicht. Weil lass uns das erstmal bauen und dann können wir das immer noch machen, wenn was übrig ist. Aber sonst brauchen wir das und dann stehen wir blöd da. Was okay. Gibt's denn für so ein Brett? Ich meine, für ein Brett gibt's $1. Ja, da haben wir aber mit dem Fleisch mehr am Hut. Das ist richtig. Ja, denn wir müssen den großen LKW haben, deswegen müssen wir viel jagen gehen und das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir das zusammen machen würden. Das ist richtig. Ja, das ist die erste Zeit, denn nur bis der LKW da ist, dann mache ich das wieder alleine, das ist ja nicht so schlimm. Ja. Du machst jetzt aber nur die Stapel rauf auf den LKW, ne? Auf dem Wagen, ne? Richtig. Auf den genau. Super. Ist ein bisschen fummelig, aber geht. Ja, ach, dann so schnell sehe ich das jetzt auch nicht. Nein, ich meine mit den Stämmen hier aufladen. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. So, die ersten 20 sind drauf. Okay. Und jetzt kommt wieder dieser blöde Punkt, wo man nichts mehr sieht. So ab der fünften Reihe. So. Na, die Bretter sehen recht nett aus. Also sind schön geschnittene Bretter. Schade, dass es nicht im Leben passiert. Wäre schön. Wie war das? Da kann sich jeder Baumarkt eine Scheibe von abschneiden. Aber richtig.
versehentlich zweimal geklickt. Jetzt habe ich wieder einen Balken mittig rausgenommen, den ich da nicht wieder reinkriege. Fahr doch zweimal, ist doch gut. Ich hab's wieder drauf gekriegt. So. War da noch irgendwas liegen geblieben an der Seite? Nö, ne? Hattest du alles gestapelt? Ja, alles gestapelt, genau. Okay. Das heißt, es sind 24 Stück jetzt drauf. Also bei meinem Klicken kannst du tatsächlich nur vier Bretter nehmen. Dann fallen sie runter. Also ist nicht mit 8 Bretter. Du darfst dann nicht daneben klicken, ne? Ja, aber jetzt hast du gerade. So, das wollte ich nur aufgeräumt haben, mehr ist nicht. Habe ich wieder die Dings ausgemacht, sag mal? Offensichtlich. Nein, habe ich nicht. Okay, dann mache ich das hier mit den Brettern. Alles ja. Ups, falsche Richtung. Egal. Kiste ist ja geländegängig. Und 50 Kilo Zement haben wir noch da, das ist ja klasse. 50? Ja, steht hier drauf, 50 Kilo. Da dürften aber nur noch 30 drin sein. Okay. Na, steht drauf, 50 darum. Ja, das war so ein 50 ja, alles gut. Kilo Ding insgesamt, aber da ist ja was raus. Ja, 80 waren das, ne? Du hast einen 50er und einen 30er beim 20 übrig, also ist nicht mehr viel drin. Ne? Richtig. Also das mit dem Aufladen geht aber auch immer schneller, ne? Das ist nur eine Sache der Gewohnheit. Ich glaube, das Benzin ist bald alle. Kann das sein? Ich weiß es jetzt nicht. Ja, ist bald alle.
Ja, wir müssen daran denken, dass wir die Säge ausschalten, wenn wir da fertig sind, ne? Ja, genau. So, 5 mal 6, ne, 5 mal 5 sind 25, die habe ich jetzt drauf. Was habe ich jetzt hier noch? 4 Stück übrig. Das ist jetzt aber. Dann laden wir die doch von vorne auf. Genau, einfach vorne auf die Motorhaube springen und dann aufladen nach hinten. Okay. Scheint zu funktionieren. Okay, das ist jetzt etwas, sieht etwas eigenartig aus, aber egal. Ja, aber wir haben keinen, also ich mache einen Baumstamm, glaube ich, kriege ich noch, ein oder zwei und dann ist Fini. Dann ist Pumpe. Dann ist Gucken, dass Sprit das. alle, sagst du. Ja, macht nichts. Ich kann die ja hier richtig schön stapeln, das ist ja nicht so schlimm. Dann sind sie hier erstmal weg. Okay, das funktioniert nicht. Steht zu dicht an der Wand. Ich komme nicht raus aus der Ecke. Vorsicht. Ja, so komme ich rausgelaufen. Lass uns mal auch, wie gesagt, ein bisschen Geld verdienen. Sonst können wir uns eh hier nichts mehr leisten. Das ist uns schade drum. Was Der denn noch? Tank sieht aus, als wenn er fast voll wäre. Echt jetzt? Aber geh mal da mit, mach mal das Ding daran. Moment, was Mach sagt das er? Ding auf. Bob. Ja, Treibstoff, Moment. der ist leer. Treibstofftank, der. Okay. Okay, dann ist der leer. Dann flitze ich mal eben und hole neuen. Okay. Zumal vom Auto der Tank auch nur noch halb voll ist. Oh ja, ist ein Abwasch. So, dann testen wir mal die Geländegängigkeit. Okay. Ich fahre gerade über den Berg. Nicht gut. Warum? Weiß ich nicht. Über den Berg fährt man nur mit dem Geländefahrzeug. Okay, ein Wolf. Das ist ein Geländefahrzeug. Okay. Ich bin in die falsche Richtung gefahren. Ich bin am Kartenrand. Tja, willkommen in meinem Leben. Da passiert mir das auch, Gott sei Dank und dir auch. Das ist schön. Ich dachte, es passiert nur mir sowas. Aber wie gesagt, hier waren Wölfe. Hier geht's steil bergab.
Okay. Mit dem Schwung komme ich auf der anderen Seite direkt wieder hoch. So, einmal kurz anhalten, gucken. So, wenn ich geradeaus weiterfahre, lande ich wieder direkt auf der Ranch. Wenn ich mich nicht überschlagen hätte. Okay, jetzt fahre ich rückwärts. Funktioniert also auch. Hier ist es recht eben. Brauche ich eigentlich nur in die Richtung geradeaus fahren, dann müsste ich eigentlich direkt bei der Tankstelle rauskommen. So, na, das sieht doch schon mal sehr schön aus. Huhn, Huhn, Eier. Ach ja, genau. Da ist nichts drin. Und da ist auch nichts drin. So. Wasser noch drin. Okay. Ach, guck mal an. Bei der Tankstelle von hinten angekommen. Ui. Das Auto hat 12 Liter gebraucht. So, und in dem Kanister habe ich jetzt 1 Liter rein. Ich glaube, wir haben ein Problem. Okay, das heißt? Wir haben kein Geld mehr. Ja, sage ich doch. Wir müssen unbedingt Fleisch holen. Dann komm bitte zurück, denn ich habe das weggeräumt. Das ist jetzt kein Thema. Dann lass uns bitte jagen gehen. Das ist jetzt leider wie zu Anfang. Wir müssen es leider machen. Das geht nicht anders. Mhm. Und wenn wir, das Schöne ist ja, ich kann ja, wenn ein Stück übrig bleibt, ja hinten drauf springen und dann können wir das ja auch verkaufen. Das müssen wir jetzt ein paar Tage durchziehen, sonst kriegen wir keine. Ich habe auf jeden Fall das Auto vollgetankt. Das ist wichtig, genau. Damit wir damit eben durch die Gegend fahren können. Genau. Okay, dann hol mich bitte ab und dann... Ich bin auf dem Weg. Tatsächlich so viel haben, dass wir auf jeden Fall Essen für die Hühner holen können und Sprit. Der Rest ist erstmal. Ja. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich glaube, ich hätte hier schon irgendwo reingemusst. Kann das sein? Ja. Ja, gut, aber du musst den Kanister ausleeren, hierher bringen, sonst passt nicht hinten viel drauf. Okay. Ich hole ihn ab. So. Warte. Denk dran, der ist leer. Ja, ich stelle ihn hier auch nur erstmal hin. Beziehungsweise ein Liter oder für 1 Euro hat wohl reingepasst. Lass mich mal ganz schnell meine Knarre füllen und dann können wir losdüsen. Mhm. Weil sonst stehe ich mich blöd da. Es ist okay. 17 Uhr schon, ne? Ja, gut, aber wir kriegen wenigstens einen Bären und was weiß ich, 3-mal Fleisch. Und 5-mal, 4-mal. Keine Ahnung. Dann lass uns doch den Wolf jagen. Von mir aus können wir den Wolf jagen. Also den ich da gerade eben schon gesehen habe. Aber nur 4 Stücken Fleisch, das 2 Stücken, das weißt du. Ja, aber wo ein Wolf ist, sind vielleicht auch mehrere. Ja. Mal gucken wir mal. Halt einfach mal die Augen offen. Ups. Ja. Vorsicht, Baum. Ich wollte gerade sagen, ich kümmere mich lieber um die Hindernisse, die hier irgendwo sind.
Ja, aber ich kann nicht wirklich gucken, also ich kann mich nicht drehen. Na doch, ich könnte die Maus drehen, doch. Geht. Oh. sind wir jetzt gestürzt? Noch nicht. Ich kann nicht, ich komme nicht. Na toll, na toll. Mit R kommen wir wieder hoch. Okay. So auch. Muss ich kurz gucken, wo wir sind. Nee, ich war woanders. Vielleicht haben wir ja hier Glück und hier ist irgendwo was. Ich will dir nur sagen, dass mir irgendwann schlecht wird, ja? Also das ist lauft in meine Runde. Guck mal nach, ob wir was finden. Na, hier ist ja wie ein Tal. Hier gibt's gar nichts. Das ist wie ein Tal. Ja. Dann komme ich zurück. Musst du da jetzt nochmal den Berg hoch? Ach, ich muss jetzt die Knarre wegpacken. Moment bitte. So. Hier ist nichts. Ich weiß jetzt, wo der Wolf ist. Gut. Soll ich ihn locken? Du erschießt ihn? So, hier irgendwo war der. Okay, dann laufe ich mal, dann gucken wir mal. Da ist er. Zwei Stück. Komm mit. Knarre, zwei Stück hier vorne. Kommst du mit der? Okay, ein Schuss. Den, der dich eben angreifen wollte, habe ich übrigens erlegt, ne? Okay. Ich dachte, ich hätte. Pass auf, da kommt noch was. Okay, habe ich. Da war noch einer. Da ist noch einer, ja, ja. Warte mal, ich muss erstmal laden, bevor. Was ist? Erstmal laden. Laden. Frau Lade. Oh, der ist hinter mir. Ich lade gerade. Hol ihn dir bitte. Der ist hinter mir. Der beißt mich. Hast du? Sehr ja. Schön. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Gut, und ich muss mir unbedingt, wenn wir dort sind, Munition kaufen, ja? Okay, ich habe auch nur noch insgesamt 24 Schuss. Toll, ich habe einen. Und da kommt wieder einer, da kommt wieder einer. Ich habe keinen. Ich habe ihn. Das wird so, sonst wollte ich gerade. So, hier ist denn das Fleisch. Ich habe jetzt noch 20 Schuss, aber ist voll geladen. So, bringst du die Karre her? Ich hole das Fleisch her oder umgekehrt? Ich hole die Karre. Ja. Boah, da hoffen die. Ui. Erstmal den Wolf überfahren, der den Baum hier rauscht. Ja, das reicht. Na, sag mal, ich habe doch hier noch irgendwo ein Stück Fleisch gehabt. War dein Platz? Nein, du hast es so hingepackt, dass wir nichts mehr hinkriegen. Das war das Problem.
So. Das muss alles gewesen sein, hoffe ich. Aber so viel Wölfe hatte ich aber auch noch nicht auf einen Schlag gesehen. Das ist auch ganz neu. Sonst waren es immer nur einer bzw. zwei. Ja. So, aber mit dem Fleisch stapeln, das funktioniert nicht mehr. Genau, das wollte ich dich nämlich fragen. Können wir das oben drauflegen? Nein, ne? Da fehlen die Bretter. So, also wenn wir vernünftig packen, kriegen wir 12 Stück drauf. Das sind ja auch 12. Ne, 2 liegen hier unten noch. Achso, okay. Also eins kann ich nehmen und das könnte ich tatsächlich, dann stelle ich mich rauf. Moment mal. Oh, sag mal, warum springst du nicht, Junge? Jetzt. Stimmt, da müssen Bretter oben drauf, damit man es draufpacken kann. Denn er zeigt mir das als Fläche an, aber es geht nicht. Wir haben genug Bretter da. Er zeigt es aber, das geht auch nicht, dass man... Na gut, komm, lass mal das eine Fleisch, pack das mal hier vorne hin. Oh, was ist da mit der Eule? Wieso kann die nicht springen? Kannst du was vorne auf die Motorhaube legen? Ist da eine Motorhaube? Nein, kann ich nicht. Nicht. Schaut eigentlich. Aber ich wollte sagen, ich kann mich setzen, aber das geht nicht. Naja, nicht so lange du was in der Hand hast. Genau. Ich komme nicht mehr hoch. Du kannst nicht mehr hinten auf die Karre springen. Du musst das direkt neben dem Auto abwerfen, musst draufspringen und musst dann das hochheben. Und sobald du was in der Hand hast, kannst du nicht hoch genug springen. Okay, kannst fahren, aber bitte vorsichtig. Ich habe ein Stück Fleisch auf Tasche. 15 Taler lassen wir jetzt hier liegen. Das sind 15 Liter Sprit. So, jetzt muss ich gucken. Genau, da gerade lang und dann so ein bisschen links rüber. Falls du irgendwie runterfliegen solltest, sag mir Bescheid. Also, was war das? Das ist irgendwas Rotes. Oh, kannst nach Hause fahren, 22 Uhr, die hat zu. Oder hat die über Nacht auch auf? Nein. Dann ich meine nicht. Ich meine auch nicht. Aber vielleicht können wir das Fleisch ja schon rauflegen. Ich hatte gerade eben auf die Karte geguckt und habe ihn weiterrollen lassen. Nee, ich bin gerollt und... Alles gut. Gut, lass uns schnell ins Bett gehen und dann lege ich das daneben, mal gucken, was passiert. Ups, jetzt habe ich das Fleisch weggeschmissen, aber das macht ja nichts. Das hebe ich morgen auf. So, ab in die Kiste und dann... So. Erstmal das Licht aus, genau. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Uns würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss!